момент настал. Мы собираемся освободить Париж. Французы из 2-й бронетанковой и наша 4-я пехотная придут к утру. Значит, сегодня вечером выступаем. Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже, работает с сопротивлением. Руссо и Кроули разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Гарнизоном командует полицейфюрер СС Генрих. Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня вся наша борьба, все наши потери обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, и для вас это будет сигнал. Мы надеемся на вас. Ладно, ребята, готовимся. Крауты просто так не сдадутся. Думаю, раз выносим Пирсона, то вынесем и это. Я воевал с ним на Кассерине. Всем бы его храбрость. Недолго осталось, Мезами. Теперь лезем в логово к волкам. До встречи. Еще блокпост. Фашисты. Мы едем. Скоро этот кошмар кончится. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Итак, повторим. Ты Герда Шнайдер, военный атташе. Тебя прислал Герр Шпигель из разведки для безопасной эвакуации Генриха в Берлин. Не торопись, повтори свою легенду. У нас один шанс. Подкупить человека внутри стоило огромных сил. Надо его найти и обменять свой чемодан на его. Надеюсь, он смог добыть взрывчатку, которой мы взорвем ворота. Не переживайте так, майор. Это моя работа. После завершения операции я вас встречу перед гарнизоном. Кто послал? Шпигель. Да. Что бы ни случилось после обмена, ни в коем случае не выпускай чемодан из рук. Поздно отступать. Я все равно дойду до конца. Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, Whitebell, ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider.
Помни, тебе нужен Фишер. Он будет в серой форме офицера. Скажи мне пароль. Вахлен. Удачи. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Wo ist er stationiert? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg da? Nicht so gut. Das Wetter ist grauenhaft. Aber ich glaube, ganz fest, dass wir... Was ist ja los? Ich bin Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Sass Fü. Микиск. Сиди тихо. Силы сопротивления уже в пути. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Otto hat bei den Frauen genauso viel Pech wie beim Kartenspielen. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind sie. Jedenfalls nicht die Hübschen. Nennen Sie Ihren Namen. Ja, wären wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen nur in Schlange stehen. Ja, genug geträumt. Lass uns spielen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Johann, bedrückst du etwa den armen Otto? Du weißt doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Otto hat bei den Frauen genauso viel Pech wie beim Kampf.
Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Sie muss ja neu sein. Aber ich vermisse sie heim. Ich kann das französische Essen nicht mehr. Kennst du sie? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Dieser Bereich ist gesperrt. Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Ich muss ja neu sein. Weiter. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt! Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Weißt du, was sie hier will? Wieso sind sie noch nicht weg? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass sie gewonnen haben. Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Psst, das würde ich nicht zu laut sagen. Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Вы готовы совершить обмен? Нет, вы рано. А я уже опаздываю. Взрывчатка будет в портфеле, похожем на ваш. Меняться будем в оперативном пункте. Ведите. Нет, за мной следят. А вы можете добраться до кабинета Генриха на третьем этаже. А там срежете путь до северного крыла, миновав КП. Нас не должны видеть вместе. Идите и до встречи в оперпункте.
Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Если вы не будете строго судить, мы можем с вами перейти на английский, потому что, я уверен, практика ведет к совершенству. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Садитесь. Итак, Герр Грубер прислал вас подготовить мой отъезд. Я польщен. Это был герр-командир Шпигель. Отлично, отлично. Бдительность в наше время не лишняя. Вы такая серьезная. Давайте выпьем. За возвращение на родину. Французы друг друга стоят. Но, боже, как я буду скучать по их кухне! Берут овсянку, крошечную певчую птичку, выкалывают ей глазки, чтобы она только жрала. Потом топят в коньяке. Это... Даже не знаю, почему я буду больше скучать. По вкуснейшему мясу. Или потому, как она медленно дохла. Но в одном я все же уверен точно. Смотреть, как извивается под моим сапогом твой сын, было приятнее всего на свете. Это за моих товарищей. Это за моего сына. Resistance.
Rappelez-vous leur nombre. Avez-vous vu s'ils portaient des armes? Madame, votre vigilance a sauvé de nombreuses vies. Merci de votre collaboration. Die alte Frau behauptet beim Café du Monde. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nicht. Was soll die Aufregung? Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! На вас можно положиться. Все на ушах стоят. Что вообще, черт возьми, стряслось? Они поймали нашего шпиона. Вы успели поменяться? Да, взрывчатка у меня. Продолжаем задание. Встретимся во дворе, когда ты заложишь взрывчатку. Нельзя терять самообладание. Слишком заметно. Спасибо. Если будете в беде, я помогу. Thank you.
Еще одну. Слишком рискованно. Теперь дело за твоей командой, Дэниелс. Опаздывают. Надо выдвигаться. Не стреляй, пока ворота не откроются. Будь готов. Ну вот, это наш сигнал. Покажите мне! Пошли, парни! Без нас они гарнизон не удержат. Дружище! Я в порядке, спасибо!
Сержант, где они? Бери патроны! Сэр, мне нужны патроны! Скоро начнут контратаку. Нам нужна линия обороны. За мной. Фрицы все еще там. Надо с ними разобраться. Вот, держи. Руссон, опусти туда дыма. Надо зачистить холл и закрепиться там. Их подкрепление на подходе. За дело. Зона чиста. Энил, Сусман, идите наверх, зачистите второй этаж. Мы закончим здесь.
Прекрати! На пол, Фрице! Чисто! Установим оборону. Немцы скоро появятся. Это лучшая точка для обороны. Подойдут, бросай коктейль Молотова. Весь город отбивается. Мы справимся. Дальше по улице дым!